Begriff des Wirtschaftens, der da auch institutionalisiert wird, und es gibt, wie vielleicht in Frankreich naheliegend, dann auch also gleich ein System von einer, glaube ich, einer nationalen Kommission und regionalen Kommissionen, und die erstellen Pläne und so weiter und machen jetzt Berichte. Aber das ist, glaube ich, alles auch wichtig, um eben diese, wie es jemand genannt hat, diese institutionelle Unsichtbarkeit der Genossenschaften, aber auch der solidarökonomischen Wirtschaftsformen im weitesten Sinn aufzuheben. Also man muss das mal sichtbar machen, was da alles geschieht, was die Leute machen. Also ich habe mir das notiert, um nichts Falsches zu sagen. In Europa beispielsweise gibt es 180.000 Genossenschaften mit mehr als 140 Millionen Mitgliedern. Das sind natürlich vielfach auch so Genossenschaften, Siedlung, Raiffeisen etc. etc., aber immerhin. Und immerhin auch mehr als 4,5 Millionen Mitarbeiterinnen in diesen Genossenschaften. Also man könnte verschiedene Zahlen nennen. Das ist immer noch ein kleiner Sektor. Also die soziale und solidarische Ökonomie nach dem neuen Gesetz in Frankreich umfasst ca. 10% aller Beschäftigten, ist aber auch nicht verschwindend klein. Also es ist ein kleiner Sektor, der aber besteht und wichtige soziale Funktionen erfüllt und wo man, glaube ich, anknüpfen muss. Und da ist also vielleicht eine kleine Abrundung zu finden. Da muss man auch neue politische Ansätze finden, weil einfach die traditionelle Genossenschaftsform fortzuschreiben, wird zu wenig sein. Und ich denke, es gibt viele Tendenzen, wo man sieht, auch die Genossenschaftsverbände selber beginnen in neue Richtungen zu denken. Aber es gibt einfach auch da neue Akteure, ja, die sich da einbringen. Und die Perspektive ist die Demokratisierung der Wirtschaft. Und das ist ein vielschichtiges Thema. Beginnt bei der Demokratisierung der Arbeitswelt. Geht dann hin, das habt ihr auch angesprochen, Demokratisierung der Beziehungen zwischen Betrieben oder Initiativen, dass die kooperative Beziehungen eingehen und nicht allein in Konkurrenzverhältnissen stehen. Geht dann weiter zur Einbindung von anderen Stakeholdern, wie es heißt, in das Betriebsgeschehen, ganz konventionell in Form eines Aufsichtsrats, wo dann vielleicht NGOs drinnen sitzen oder Erwerbslosenvertreterinnen oder Umweltverbände etc. Also da gibt es viele konkrete Beispiele, Ideen dafür. Und auf der höchsten Ebene wäre es dann eine demokratische Wirtschaftspolitik, ja? Weil die Rahmenbedingungen von Genossenschaften, kleinen Initiativen natürlich auch auf höheren Ebenen gesetzt werden. Und der Neoliberalismus hat seit den 70er, 80er Jahren einfach da ganz viele Spielräume eingeschränkt. Also von der sogenannten Unabhängigkeit der Zentralbanken angefangen bis zu allen möglichen anderen Dingen, die aufgebrochen werden müssen. Also, es ist interessant, dass das Thema... Interessant, traurig und bezeichnet vielleicht, dass das Thema noch nicht so einen großen Widerhall findet, aber jemand hat eigentlich die Idee der Wirtschaftsdemokratie als die neue große Idee der Linken bezeichnet. Sozusagen, was war die große Idee der Linken? Die politische Demokratie in gewisser Weise. Ja? Es gab viele, viele, viele andere Themen, aber das war zumindest eine, oder kann man diskutieren. Ja? Sozialdemokratische vielleicht. Ja, aber, ja. Ja, auf alle Fälle. Wirtschaftsdemokratie sozusagen als eine zumindest neue Perspektive, so neu ist sie nicht, aber dass man vermehrt darauf hinarbeitet. Ja.